In diesem Video zeige ich dir alles zur neuen Stadlerform Roger Luftreinigerfamilie. Hallo, mein Name ist Samuel und mit mir heute ist Roger Liddle. In diesem Video zeige ich dir in einem ersten Teil ein kurzes Unboxing und im zweiten Teil erkläre ich mehr über die Features der neuen Roger Luftreinigerfamilie. Alles klar, lasst uns nun zu den Features wechseln. Die größte Änderung ist sicher der textile Vorfilter. Er lässt sich ganz einfach demontieren und kann dann in der Waschmaschine bei einer tiefen Temperatur ganz einfach gewaschen werden. Der nächste wichtige Punkt ist der Filter. Und zwar ist der Filter das Herzstück eines jeden Luftreinigers. Wir haben uns für einen Dual-Filter entschieden. Vorne HEPA, hinten Aktivkohlefilter. Wir haben sogar einen H14-Filter entwickelt, der noch feinere Partikel aus der Luft filtert. Dieser H14-Filter ist als Zubehör erhältlich. Für welches Gerät sollst du dich jetzt entscheiden? Roger Liddle, Roger oder Roger Big? Das kommt ganz auf die Raumgröße drauf an. Roger Liddle ist für Räume bis 33 Quadratmeter ideal ausgelegt. Roger schafft 66 Quadratmeter und Roger Big kann sogar Räume bis 104 Quadratmeter sauber und reinhalten. Das wichtigste Feature überhaupt ist jedoch der Automatikmodus. Und zwar haben Roger Liddle, Roger und Roger Big alle Sensoren verbaut. Die Sensoren messen die Luftqualität und je nachdem entscheidet der Luftreiniger selber, welche Leistungsstufe am Gerät eingestellt werden muss. Roger Liddle hat einen Gassensor, Roger und Roger Big haben einen Partikel- und einen Gassensor verbaut. Ganz wichtig zu wissen ist auch, dass Roger und Roger Big beide über ein Mobiltelefon gesteuert werden können. Das war's auch schon mit unserem Video. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefällt, gib uns einen Daumen nach oben. Und wenn du mehr Videos wie dieses sehen möchtest, dann abonniere unseren Kanal. Bleib gesund und tschüss!